Zulauf am 912-Apostelfriedhof in Berlin-Schöneberg. Nidal R. wird zu Grabe getragen, Mitglied eines Libanesen-Clans, dessen Mitglieder teilweise in der Berliner Unterwelt tätig sind. Erschossen wurde der 36-Jährige am Sonntag am Tempelhofer Feld, dem alten Berliner Flughafen Tempelhof. Die Polizei sucht jetzt nach drei verdächtigen Männern. Sie haben mehrfach auf den Libanesen geschossen und sind dann in einem Auto geflüchtet. Der Fluchtwagen wurde in der Nacht zum Dienstag von Unbekannten angezündet. Drei Kugeln verletzten Nidal R. schwer. Er wurde in eine Klinik eingeliefert, wo es zu Tumulten kam. Am Krankenhaus, am Campus Benjamin Franklin, haben sich ca. 150 Personen aus arabischstämmigen Großfamilien eingefunden, die Zugang zu dem Krankenhaus, zu der Person haben wollten. Die Familienmitglieder blockierten die Eingänge. Die Polizei riegelte den Komplex ab, wo der Mann wenig später starb. Nidal R. war ein Intensivtäter. Bereits als Jugendlicher hatte er mehr als 100 Einträge bei der Polizei. Immer wieder hatten er und seine Familie Streit mit anderen Clans. Zuletzt soll sich Nidal R. mit Arafat Abu Chaker, dem Ex-Partner von Bushido, verbündet haben. In Berlin kam es zuletzt zu massiver Gewalt unter arabischen Clans und ein Ende scheint nicht in Sicht. Ja, den Begriff Krieg würde ich in diesem Zusammenhang noch nicht in den Mund nehmen, aber es sind schon vermehrt heftige Auseinandersetzungen zu spüren. Und die Befürchtung ist natürlich, dass eine solche Tat, unabhängig wo man sie jetzt einordnet, auch weitere nach sich ziehen könnte. Hunderte Trauergäste haben sich mittlerweile zu der Beerdigung eingefunden. Hunderte Polizisten sind im Umfeld aufgeboten, Spezialkräfte, szenekundige Beamte und Zivilkräfte.